Wir wünschen Ihnen einen schönen und erfolgreichen Messetag. Good morning and welcome to Fall 2023. We wish you a pleasant and successful day at the trade show. Herzlich willkommen zur Bau 2023, die Baumesse in München. Seit 1964 findet sie schon statt und das alle 2 Jahre. Es ist eine riesige Messe mit über 180.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und dort finden wir mehr als 2.000 Aussteller. Ich finde das wirklich gigantisch. Und mit über 235.000 Besuchern ist sie die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Unseren Messealltag beginnen wir natürlich mit einem guten Kaffee und wir bereiten zusammen den Messestand vor für die vielen Besucher. Hier sehen wir den lieben Christoph, den wir später auch nochmal in einem Interview sehen werden. Und auch wir bereiten an unserer Werkbank schon mal das Produkt Skyline Kontrast vor für die späteren Live-Vorführungen. Und wir kommen jetzt auch schon zum ersten Kandidaten für das Interview. So, hi, wer bist du denn? Hi, ich bin der Lukas. Du bist der Lukas und du arbeitest bei Ladenburger? Genau, ich arbeite jetzt seit 5 Jahren, davor meine Ausbildung gemacht und jetzt seit 2 Jahren ausgelernt. Und super. Ja. Okay, und hat sie gut gefallen, die Ausbildung? Was würdest du? Die Ausbildung hat mir sehr gut gefallen, sehr interessant, da man alle Abläufe im Unternehmen durchläuft. Bist du das erste Mal auf der Messe? Ich bin das erste Mal auf der Messe, genau. Okay. Und ich finde es sehr interessant, die Kunden persönlich kennenzulernen, beziehungsweise finde ich auch, wir haben sehr interessanten Stand, wo man alle Produkte gut anschauen kann und alle Fragen dazu. Also finde ich auch mega offen. Ich finde es sehr gesellig. Also das ist mir gleich aufgefallen und sehr groß auch. Also schon relativ da. Gibt es sehr gute Verpflegung. Ja, also von Bier bis Brezen, genau, bis Brot, Brett, alles dabei. Ich bin auch mit. Und hast du schon mal zum Beispiel, wir haben zu Hause die Studio Line auch schon mal verarbeitet. Hast du damit auch schon mal gearbeitet? Privat. Also ich habe es nicht selber verarbeitet, ich habe es verkauft. Also ich habe quasi theoretisch damit gearbeitet, aber nicht praktisch. Ja, genau. Okay, aber könnte man mal machen. Also ich finde es mega. Ja, vielen Dank, Lukas, für den Einblick in deine Ausbildung. Und du hast uns natürlich ordentlich Hunger gemacht, nicht nur uns, auch vielen anderen hier bei Ladenburger. Und davon haben wir uns natürlich erstmal selbst überzeugt mit 2 richtig guten Vesperbrettern, Kaffee und Schokolade. Was gibt es Besseres? Wir haben ja schon mehrfach miteinander zu tun gehabt. Wir kennen uns über Ladenburger, was ja auch richtig cool ist. Aber erzähl doch mal deine Geschichte. Wie bist du zu Ladenburger gekommen eigentlich? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ja, ich bin seit 20 Jahren schon tätig. Habe mich damals in jede Richtung irgendwo beworben, in Sachen Kfz oder Industriekaufmann oder alles Mögliche. Das war dann, meine Zeit war dann halt schwierig mit den Lehrstellen. Ja. Und letztendlich nach Bord von 4 Kilometern. Angefragt, Lehrstelle bekommen und 20 Jahre sind es jetzt schon mittlerweile, dass ich dann betätigt bin im Vertrieb, Verkauf. Okay, und Lehre hast du gemacht als Industriekaufmann. Genau, richtig. Und jetzt bist du im Vertrieb und. Genau. Bin Serviceleiter für den Norden zuständig. Für Norden. Für Deutschland, genau. Okay, und bist du super zufrieden? Ja, sehr gutes Arbeitsklima. Bin sehr zufrieden, gute Mitarbeiter, gute Kollegen. Das finde ich sehr wichtig, weil das macht so viel aus. Genau. Und was ich auch wichtig finde, ist, bist du vom Produkt überzeugt? Ja, auf alle Fälle. Okay, also steckt schon auch Leidenschaft hinter. Leidenschaft, genau. Okay. Ich habe selber schon verarbeitet. Mega. Ja, lieber Christoph, diese Leidenschaft teilen wir. Vielen Dank für deine Einblicke. Und damit das Ganze nicht zu eintönig wird, interviewen wir jetzt auch mal Messebesucher, die die Ladenburger Produkte verarbeiten. Also, ihr seid Holzbauer. Jawohl. Und ihr arbeitet viel mit Ladenburger zusammen, mit den Produkten. Ja. Hauptsächlich im Innenausbau bisher? Nein, Vollholzdecken, Brettschichtholzdecken. Ah, okay. Für die Akustik quasi, Dämmung, alles Mögliche? Auch, ja. Okay. Dann halt im Dachstuhlbereich halt Bretter, Sichtdachstuhl, so die Richtung. Okay. Und ihr seid aber privat jetzt hier auf der Messe? Nein. Schon über einen Chef, um euch ein bisschen zu informieren, was es
Neues, Innovatives gibt, ja, quasi. Und ihr werdet euren Chef dann berichten, dass es hier neue, coole Außenfassaden gibt, oder? Ja. Also ich finde es wirklich echt mega. Aber das wissen wir schon, weil wir werden ja sehr gut über den Außendienst informiert. Ja. Und deswegen seid ihr hier jetzt und interessiert euch dafür. Ja. Okay, wann seid ihr angereist? Heute direkt, okay. Ja, heute direkt. 2 Stunden Fahrzeit und dann. Okay, aus Rottenbuch, Oberbayern. Okay, und bleibt ihr länger? Seid ihr für einen Tag hier? Nur heute. Ja. Und fahrt dann wieder zurück. Ja. Okay, gut. Ja, das Gespräch mit der Gruppe war natürlich noch sehr interessant. Sie hatten noch viel zu tun auf der Messe und müssten für ihren Chef noch einige Informationen einholen. Vielleicht sehen wir uns sogar irgendwann mal auf einem anderen Messestand. Die Messe ist für heute zu Ende. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Ladies and Gentlemen, the trade show is closing.